So, hallöchen und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu The Witcher 3. Barfuß hier nach dem Date, nach dem Jubiläumsdate mit Kira Metz in der letzten Folge. Ach, ist mir warm, ey. Aber das liegt nicht an den heißen Szenen von gestern, sondern dann doch eher Wetter. Es ist immer noch so heiß, ich bin froh, wenn der Sommer rum ist. Das kann ich euch sagen, Freunde. Sprich mit dem Baron, ja, aber wir haben ja noch ein paar Quests, Familienangelegenheiten können wir machen. Scheiterhaufen in Novigrad, Nebenquests. Ach, dann nehmen wir das gleich noch. Komm, Alter, was soll's. Ich muss halt nur schauen, wie ich jetzt darüber komme zu der Insel. Schwimmen habe ich eigentlich nicht großartig Bock. Aber ich schaue jetzt mal hier kurz, weil hier die Flasche ist. Kann ich hier was machen dann? Nee, ne? Hier war halt Kira zum Schluss. War schnell wieder raus hier. Gut, liebe Freunde, dann laufen wir doch nach. Laufen wir doch barfuß. Also ich. Oh, richtig cool wieder hier. Also ich mag es ja überhaupt nicht, barfuß zu laufen. Ich kann das auch nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Yum yum, Mushrooms, Pilze. Lecker, lecker, habi, habi. So, warte mal. Ich habe doch noch Schuhe. Freilich, normal müsste ich ja Schuhe haben, ne? Nehmen wir die, nehmen wir am besten. Jo, Elzerle, schau dir wieder noch was aus, der Geralt. Der Lump, der Kleine. So, und wir haben Stufe 11. Was natürlich auch nicht zu verachten ist. Und das war unser Boot von damals noch. Hat es so viele Folgen jetzt schon überlebt? Ja, wir nehmen aber das Neue hier. Und übernehme das das Ruder. Und gehen auf die Insel. Warte mal, es geht auch ein wenig schneller los. So. Jetzt mit Volldampf zu Kira. Aber irgendwas verheimlicht die mir auch. Ne? Die ist auch so total merkwürdig. Ich bin sehr echt gespannt, wie es da bei ihr weitergeht. Hier wunderschön der Sonnenaufgang. Ui, da brennt was. Nee, da brennt Licht nur. Okay, also ist hier die Bude voll, sag ich mal. Wir müssen hier andere Seite entlang. Hier können wir leider nicht rein. Hier sind die ganzen Pfähle. Es ist eigentlich das da hinten rechts von dem Baum. Ist hier auch so ein Aussichtsturm oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. So, Freunde. Wir parken dann mal hier. Und rein mit ihr. Jetzt kalte Nass. Jetzt haben wir wenigstens wieder Stiefel an. Werden zwar die Stiefel nass, aber was soll's. Hä? Hier komme ich gar nicht rein. Shit. Okay, ich hoffe, hier ist jetzt hier irgendwo der Eingang. Ja, schauen wir doch mal gleich. Okay, wir müssen hier doch nochmal außen rumlaufen. Ach, die Dinger nerven mich heute. Ich bin ja jetzt wieder ziemlich ausgeglichen, im wahrsten Sinne des Wortes hier. Und hepp. So, da ist der Eingang. Sehr schön. Licht. Ganz oben im Turm. Yo. Zur Förderung der Bildung.
Na, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Du hast mich benutzt. Ach bitte. Ich habe nur eine Gelegenheit genutzt. Hätte ich gewusst, dass du Alexanders Notizen willst, hätte ich dir nie geholfen, den Fluch der Reuseninsel zu brechen. Na schön, ich war vielleicht nicht ganz ehrlich und hab dich nicht eingeweiht. Aber ich wusste, dass du es schaffst. Männlich, wie du bist. Geralt, Süßer, guck nicht so böse. Sonst glaube ich noch, dass du mich nicht mehr magst. Ja, ne? Das glaube ich auch. Was spielt die für ein Spiel? Ich bin nicht hergekommen, um deine Spielchen zu spielen. Ich weiß, was du vorhast. Immer verdächtigst du mich. Das verdiene ich nicht. Meine Absichten sind rein wie die Tränen einer Jungfrau. Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen. Vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Mhm. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Entweder bist du nur unglaublich naiv, oder du willst mich wieder verarschen. Was meinst du damit? Radovid hat nur ein Ziel, Emir zu vernichten. Die Katriona-Krankheit zu heilen, wird ihm nicht helfen. Also werden du und deine Notizen entweder als Brennholz auf dem Scheiterhaufen landen, oder er wird dich zwingen, daraus eine Waffe zu bauen. Red keinen Unsinn. Bakterien kann man nicht kontrollieren. Noch nicht. Aber theoretisch ist das möglich, oder? Theoretisch kann ein Dackel auch eine Wölfin schwängern. Geralt, ich habe keine Zeit, darüber zu diskutieren. Ich werde Radovid suchen, ob es dir nun gefällt oder nicht. Alter, da unten, ne? Ich kann nicht glauben. Was machen wir? Das kann ich nicht zulassen, oder? Kira, ich werde das nicht zulassen. Tausende leben im Gegenzug für deine Begnadigung. Das ist vielleicht ein fairer Preis für dich, aber nicht für mich. Ich werde dir diese Notizen nicht geben. Ich gebe dir rein gar nichts. Bitte, zwing mich nicht. Halt's Maul und zieh dein Schwert. Schlechte Idee. Habe ich sie jetzt getötet? So hätte es nicht enden müssen. Scheiße! Hab ich sie jetzt getötet? Nee, oder? Sag mir jetzt bloß nicht, dass ich sie getötet habe. Die wollte ich gar nicht töten. Annabelle. Haben wir das schon gehabt? Nein. Ich wollte die doch gar nicht töten. Kira Metz, Freunde. Ja, wie weit sind wir? Es zeigt sich, dass Kira auf dem Hexe wie auf einer wohlgestimmten Harfe gespielt und alle passenden Akkorde geschlagen hatte, um ihn beschäftigt zu halten, während sie auf der Reuseninsel die Notizen des Magiers Alexander stahl. Ach nee, der Abend. Nein, wir müssen weiter oben hier. Okay, hier. Dann hat Kira Geralt noch um einen weiteren Gefallen. Oder Bart. Er sollte den Fluch des Turms auf der Reuseninsel brechen. Als Fachmann für Flüche und Gefallen erklärte der Hexer sich einverstanden.
Kira hatte nie aufgehört, das luxuriöse Hofleben zu vermissen. Die redgedeckten Karten konnten sich schwerlich mit eleganten Ballsälen und Palastgärten messen. Eines Tages beschloss sie, sich eine Abwechslung von der tristen Atmosphäre Wählens in Form einer ausschweißenden Festmahls zu gönnen. Die Beschaffung der erforderlichen feinen Zutaten erwies sich als nicht so schwierig. Nur die passende Gesellschaft fehlte. Jedenfalls bis Geralt auftauchte. Der Hexer nahm die Einladung der Zauberin mit Freuden an und neigte den ganzen Abend dazu, Ja zu sagen. Der Abend, der so angenehm begonnen hatte, endete für den Hexer unerfreulich. Kira hatte ihn mit einem Zauber hinterrücks einschlafen lassen. Sie wollte offenkundig etwas vor ihm verbergen. Es zeigte sich, dass Kira auf dem Hexer wie auf einer wohlgestimmten Harfe gespielt und alle passenden Akkorde geschlagen hatte, um ihn beschäftigt zu halten, während sie auf der Reuseninsel die Notizen des Magiers Alexander stahl. Sie wollte diese Notizen bei einem Handel mit Radovid als Unterpfand einsetzen. Die Aufzeichnung Alexanders zur Epidemie konnte ihre Fahrkarte zurück in ein Leben ohne Läuse, Zecken und allgegenwärtiges Dreck sein. Kira war entschlossen, ihre Absichten durchzusetzen, aber Geralt konnte das nicht zulassen. Nachgeben wollte niemand und so entbrannte ein Kampf, bei dem Kira Metz ums Leben kam. Nein! Das will ich eigentlich nicht, ne? Das wollte ich eigentlich nicht. Ich will das nochmal rückgängig machen, Freunde. Kann ich das irgendwie nochmal? Tut mir leid, ich weiß, so ist das Spiel, aber das wollte ich überhaupt nicht. Jetzt gucken wir mal hier. War das hier? Wo war das? Hier, glaube ich, ne? Laden wir nochmal hier. Und ich hoffe, Ciri war im Buckelsumpf auf die bösen Mumen gestoßen. Diese diabolischen Schwestern hatten sie aufgenommen und dann geschwankt, ob sie sie fressen oder der wilden Jagd ausliefern sollten. Ciri war noch vor der Entscheidung geflohen. Ein Geisterreiter der Jagd hatte sie in den Sumpf verfolgt. Und dort verlor Geralt ihre Spur wieder. Er brauchte einen neuen Hinweis. Yo! Jetzt hoffe ich, dass ich das nochmal rückgängig machen kann. Weil ich wollte sie wirklich nicht töten eigentlich. Keine Ahnung, die hatte bestimmt noch weitere Quests für mich. Ich will eigentlich so viel wie möglich immer eigentlich alles durchspielen. Aber keine Ahnung, Kira war vielleicht eine kleine, ja wirklich Schlange, die ihre eigenen Ziele verfolgte, aber keine Ahnung, ich fand sie ja eigentlich ganz okay. Und wie gesagt, bei ihr konnte man ja auch Kräuter kaufen etc. Oh, schaut gut aus, dass wir das nochmal spielen können. Das lassen wir aber laufen, mal lassen wir sie ja wegen labern. Diesmal töte ich sie nicht. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Jetzt trinke ich kurz einen Moment. Was willst du mit diesen Papieren anfangen? Ich führe die wichtige Arbeit eines Mannes fort, die durch seinen tragischen Tod auf Eis gelegt wurde. Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen, vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Ja, vielleicht auch nicht. Wir nehmen jetzt mal das. Radovid vergisst und vergibt nichts. Besonders, wenn es um Zauberinnen geht. Für mich wird er eine Ausnahme machen. Er muss. Ich habe etwas, das er will. Bitte. Das glaubst du doch nicht ernsthaft. Und du glaubst, dass dich Yennefer irgendwann nicht mehr wie einen Köter an der Leine behandelt. Dass ich nicht lache. Ich gehe zu Radovid und berichte ihm von diesen Forschungsarbeiten. Ob du es nun willst oder nicht.
Komm, drück mal drauf. Das kann ich nicht zulassen. Aber ich mache hier das da. Keira, das ist Selbstmord. Sie werden dich an einen Pfahl binden und verbrennen, um die Moral des Volkes zu heben und es zu unterhalten. Halt für einen Moment den Mund und sieh mich an. Siehst du das? Bettwanzen, Geralt. Scheiß Bettwanzen. Ich, Keira Metz, Beraterin von König Foltest und Mitglied der Loge der Zauberinnen, habe Bettwanzen. Glaub, was du willst, aber ich werde keinen Tag länger in diesem elenden Sumpf bleiben. Nicht einen Tag! Ich werde den Ponta überqueren und deshalb werden mich Radovids Männer sowieso finden. Verstehst du? Ich habe keine Wahl. Ich muss verhandeln. Was können wir denn machen? Du erwartest Mitleid von mir? Nee, geh nach Kaer Morhen hin. Ich weiß was Besseres. Geh nach Kaer Morhen hin. Du glaubst, dass ich dort in Sicherheit bin? Ja, solange du Lambert nicht sauer machst. Emir, Radovid, die können dich dort beide nicht kriegen. Luxus gibt es da keinen, aber immerhin saubere Laken. Das ist ganz schön weit, tief hinter der Frontlinie. Aber wenn ich im Wald bleibe, bis ich das Kestrel-Gebirge erreicht habe, müsste ich unbemerkt durchkommen. Also gut, ich kann dir wohl nichts abschlagen, Hübscher. Du weißt, was Frauen wollen und wie sie denken. Ja, ich würde gerne die Notizen echt mitnehmen. Wer weiß, vielleicht kann ich sie noch gebrauchen. Ja, schon. Aber bevor ich gehe, musst du mir diese Notizen geben. Schon gut, nimm sie schon. Leb wohl, Geralt. Oder besser gesagt, bis bald. Puh, Gott sei Dank. Sie lebt noch, Freunde. Keira Metz aktualisiert der Eintrag. Yeah. Sehr cool. Und da lesen wir jetzt doch hier auch nochmal den Eintrag von Keira Metz, was sie nochmal zu sagen hat. Aber erst, beziehungsweise wir beginnen dann da, wo es dann... okay, das hatten wir auch schon. Schließlich gelang es Geralt Keira von ihrem leichtsinnigen Plan abzubringen, mit einem Mann verhandeln zu wollen, dessen Lieblingsargumente rotglühende Zangen und lodernde Scheiterhaufen waren. Keira änderte ihr Reiseziel von Ochsenfurt in Kaer Morhen, wo sie entschieden besser aufgehoben war. Ja, liebe Freunde, da tut's mir... Beziehungsweise es tut mir wirklich leid, dass ich das jetzt nochmal begonnen habe, aber ich wollte einfach nicht, dass es stirbt irgendwie, keine Ahnung. Aber ich glaube, neue Quests kann ich dann trotzdem nicht mehr von ihr aufnehmen. Und wir lesen die Bücher. Wir haben hier Notizen Alexanders. Komm, lesen wir heute noch ein bisschen. Schlüsse. Ein Tropfen aus einer Bakterienkolonie in hunderten Quarten reinen Wassers reicht für eine Infektion aus. Ohne medizinische Versorgung verläuft die Krankheit in 93% der Fälle tödlich. Wenn medizinische Hilfe erfolgt, verläuft die Krankheit in 89% der Fälle tödlich. Immerhin 4% weniger, ne? Überlebende entwickeln vollständige Immunität gegen die Krankheit. Es gibt zwei vielversprechende Richtungen, in denen weitere Forschungen erfolgen sollen. Erstens, eine Verlängerung der Zeitdauer, in der die Bakterienkolonie nach der Verdünnung in Wasser aktiv ist. Derzeit weniger als 12 Stunden. Würden einen Einsatz als Waffe zur Ablenkung und Sabotage hinter feindlichen Linien ermöglichen. Zweitens, die Immunität der Überlebenden deutet darauf hin, dass ein Impfstoff entwickelt werden könnte. Ein solches Unterfangen würde enormen zeitlichen und finanziellen Aufwand bedeuten, den ich derzeit leider nicht erbringen kann. Ja, quasi biologische Kampfwaffen, ne? Das sind alles Aufträge. Brief an den Weidler. Komm, wir lesen jetzt nochmal die alle durch. Gute Leute, im Wald fand ich neulich seltsame Spuren. Ach ja, okay. Ja, kein Reim machen konnte, obwohl ich schon seit so vielen Jahren Jäger bin. Ihr kennt mich, ich mache nicht leicht Geschrei. Ja, okay, das haben wir ja schon mal anscheinend gelesen. Auftragen, Monster auf dem Friedhof. Leute aus Lindental, wenn euch ein Gang über den Friedhof vorschwebt, dann vergesst dieses Wort. Okay, das haben wir auch schon gelesen. Auftrag Monster aus dem Sumpf, das haben wir ja schon.
Aber Brief an den Weidel haben wir noch nicht gelesen. Ich habe dich aufgefordert, dir gedroht, doch du hast nichts getan. Jetzt kann ich dir nur noch betteln. Lass das Ahnenfest stattfinden. Die Lage ist prekär, ich weiß. Die Hexenjäger benutzen die menschliche Armut und bezahlen ihre Informanten gut, aber es geht nicht an, unsere Toten zu ewiger Wanderung zu verdammen. Wenn es sein muss, nehme ich alles auf mich. Ich werde mich als verantwortlich ausgeben. Lieber sterbe ich, als meinen Gewissen tote Seelen aufzubürden, die niemals Trost erfahren werden. Bolko, Dorfältester von Mittelhain. Nice, 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 liebe Freunde. Gut, dann... Ja, wo geht's jetzt eigentlich weiter? Wir haben ja hier nochmal Quests. Wir können die Familienangelegenheiten machen. Haben wir nochmal Nebenquests irgendwie? Fliegende Fäuste. Hexeraufträge. Auftrag Kreischling. Sprich mit dem Auftraggeber. Das sind 800 Meter von hier entfernt. Aber wir looten hier nochmal ein bisschen Kraut. So, und da ist noch was. Etzeler. So, gehen wir hier hoch. Gibt es hier noch was? Allerdings, Manuskript, Okuidenöl. Habe ich das die ganze Zeit übersehen? Sachsen die. Ein Kurzschwert aus Stahl und wählende Axt. Das ist schön. Jo, wie gesagt, Freunde. Hier ist noch ein bisschen Kraut. Ich muss jetzt eigentlich hier weitergehen. Beziehungsweise wieder mit dem Schiff voranfahren. Ich hoffe, ich komme hier raus. Ah. Sehr schön. Okay, Kira hat es überlebt. Vom zweiten Anlauf. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nicht, dass sie stirbt. Fand ich nicht gut. Was ist das? Krähenauge? Dieser Wolfsband, den gibt es aber auch nicht überall, ne? Ich glaube nicht. Und das Krähenauge glaube ich auch nicht. Deswegen nehmen wir alles mit, Freunde. Nehmen wir alles mit. Ups. So, nehmen wir das auch noch mit. Und da haben wir noch schöne Pflanzen. Die Frage ist... Ja, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen, herrlich. Jetzt muss ich halt raus, ne? Ein Ghoul, natürlich. Was übrig gelassen? Nee, ne? Schade, ich suche jetzt hier nochmal das Boot. Ganz da drüben. Gut, was soll's? Nein. Naja, es sind ja nicht mal mehr 100 Meter. Das können wir doch locker verkraften. Und dann mache ich doch hier mal auch noch eine kleine Rast. Ja, da ist es, das Boot. So kann ich hier nicht rein jetzt. Komm schon. So kann ich hier nicht rein. Weil der das dumme Schwert in der Hand hat. So, Etzeler. Kapitän Geralt meldet sich zum Dienste. Mein Beste. So, und das sind auch wieder 800 Meter. Ja, aber das haben wir gleich. Das ist nicht die Welt. Da sind wir schon weiter gefahren mit dem Boot. Und dann
Dann werden wir hier, denke ich, auch nochmal eine kleine Quest machen. Beziehungsweise eine Aufnahmepause. Quatsch, was labe ich denn für Mist? Obwohl, wir könnten eigentlich hier mal gucken. Ich werde mal hier reinspringen. Und ich tauche mal. Hier gibt es ja gar nichts, ne? Okay, tauch mal wieder auf. Na. Vorsicht, nicht immer, dass ich meinen Kopf anstoße. So, ich dachte, da gab es jetzt noch irgendwie einen Schatz, wo wir hier nehmen konnten. Ich weiß jetzt nicht, ne, ob wir hier wirklich unter Wasser kämpfen können. Ne? Das weiß ich echt nicht. Sodala, liebe Freunde. Dann machen wir hier einen kleinen Cut. Wow, besser parken kann man, glaube ich, gar nicht im Schiff. Ahoi, Matrosen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge bei Let's Play The Witcher 3. Ciao, Servus und bis morgen.